Manche humorvolle Menschen meinen, dass das Zeichen der Christen nicht das Kreuz oder der Fisch ist, sondern das Körperl, weil so viel eingesammelt wird. Und bei uns wird ja auch viel gesammelt. Wir hatten in Peterspfennig, es kommt die Christophorus-Aktion, die Sammlung für Mütter in Not. Entweder sammeln wir für unsere Pfarre oder zum Beispiel für Lebensmittel und Orientierung. Also es wird wirklich sehr viel gesammelt. In der heutigen zweiten Lesung aus dem Paulusbrief geht es auch um Geldsammlungen. Wenn man sich den Text das erste Mal anschaut, kommt man wahrscheinlich gar nicht drauf, worum es da wirklich geht. Es ist immer von Gaben, von Gnadengaben die Rede, von Jesus Christus, der arm wird und so weiter. Worum geht es konkret? Es geht um die Gemeinde in Jerusalem, die offensichtlich schwerwiegende finanzielle Probleme hat. Denken, Jerusalem wurde unter Kaiser Titus zerstört. Es gab dort keinen Handel, keine Landwirtschaft, kein Wunder, dass der christlichen Gemeinde in Jerusalem so schlecht gegangen ist. Könnte man sich natürlich fragen, warum sind die dann überhaupt in Jerusalem geblieben? Einerseits, weil doch eine kleine Gruppe an Juden noch immer an der Stätte des Tempels sein wollte. Und für die Christen zusätzlich Jerusalem die Stadt, in der Jesus Christus gekreuzigt worden ist, ist nicht ihn, sondern am Rande der Stadt, bei der Jesus Christus gekreuzigt worden ist und schließlich dann auferstanden ist. Die erste Gemeinde der Christen war in Jerusalem. Und nicht nur als Sentiment, sondern wohl auch als Zeichen für die Verbindung mit Jesus Christus hat sich die Gemeinde in Jerusalem weiterhin durchgeschlagen und war auch immer eine Autorität, zumindest in der frühen Kirche. Allein können sie nicht leben, sie brauchen also Spenden von anderen Gemeinden. Die Gemeinde in Mazedonien hat das gemacht, die neu gegründete Gemeinde in Korinth hat damit angefangen, aber dann irgendwie aufgehört, zum Motschkern angefangen. Bah! Die da nichts, die arbeiten nichts in Jerusalem und wir müssen hakeln und müssen viel spenden. So ungefähr könnten die Leute dort gesagt haben. Und der Apostel Paulus argumentiert nun so, er sagt, ihr jammert auf hohem Niveau, schaut, was euch alles geschenkt worden ist. Einmal materiell, aber was euch auch geschenkt worden ist an Glauben. Den Glauben habt ihr von der Gemeinde in Jerusalem bekommen. Von dort hat sich das Christentum ausgebreitet. Wenn ihr also als überreiche Gabe den Glauben bekommen habt, dann könnt ihr auch ein bisschen Geld hergeben. Und dann noch ein größeres Argument, schaut sich Jesus Christus an, er, der Sohn Gottes, er hat sich auch arm gemacht. Und dann zeigt der Apostel Paulus, dass er auch der große Praktiker ist. Er sagt nicht so, ihr müsst jetzt auch arm werden, sondern er sagt, es geht um einen Ausgleich. Es muss nicht der eine überreich werden und der andere deswegen arm werden. Es geht um einen Ausgleich. Schaut mal, was könnt ihr hergeben? Und so ist das zumindest eine Deutung von Jakob Krämer, den ich noch auf der Uni gesehen habe. Er gibt ihnen auch zwischen den Zeilen einen Tipp, und sagt, Leute, wenn ihr nicht einmal groß spenden könnt, ja, dann sammelt ein bisschen die Spenden das ganze Jahr, Woche für Woche über, immer ein kleines bisschen was und so kommt auch etwas zusammen, was der Gemeinde in Jerusalem hilft. Und letztendlich, es geht nicht nur um einen Geldtransfer, sondern auch als Zeichen der Liebe zur Gemeinde in Jerusalem. Wichtig für uns ist, dass die Sammlung mitten in der Messe gemacht wird. Nicht nachher, nicht so wie ein Straßensänger, der in der Kärntner Straße singt und dann mit dem Körperl Geld einsammelt, sondern mitten in der Messe zur Gabenbereitung. Frühen Kirche
haben die Leute nicht nur Geld gebracht, sondern auch wirklich Früchte, Brot und Wein und vieles andere noch. Brot und Wein wurde für die Eucharistie genommen und alle anderen Speisen nachher zum Liebesmahl. Es ist doch ganz wichtig, dass, wenn es sozusagen losgeht mit dem Abendmahl, berichtet es erst Gabenbereitung, Preis der Gaben und dann Abendmahlbericht, was Jesus beim letzten Abendmahl gemacht hat, dass da gesammelt wird. Die Gemeinde bringt also ihre Gaben dar, um sie auch mit hineinzunehmen in das Opfer, das Jesus Christus gebracht hat. Wenn es auch ein bisschen merkwürdig klingt, aber sozusagen das Geld, das wir bringen, hat auch ganz wichtig mit dem Grabenaltar zu tun, wo Jesus dann sagt, das ist mein Fleisch, das ist mein Blut. Darum spricht wahrscheinlich auch der Apostel Paulus von den Gnadengaben. Jesus schenkt uns seine Gnadengabe, seinen Tod. Wir schenken auch die Gnadengabe einerseits zum Aufbau der Gemeinde, aber auch zum Aufbau vieler anderen Gemeinden und vieler christlicher Hilfswerke, um die Liebe Gottes weiterzugeben.